Sie gelten als extrem fanatisch. Die 250 Salafisten aus Deutschland, überwiegend junge Männer, die nach Informationen der Sicherheitsbehörden im syrischen Bürgerkrieg kämpfen. Allein 110 von ihnen stammen aus NRW. Bekannte Zentren sind bislang Bonn, Mönchengladbach und Solingen und jetzt auch Dienstlaken im Kreis Wesel. Wir haben uns in der Stadt am Niederrhein umgesehen und wir waren überrascht, wie leicht unser Reporter mit dem Dschihad ins Gespräch kam. Wir sind mitten in Dienstlaken-Lohberg. Auf dem Johannesplatz haben die Salafisten Spuren hinterlassen. Allahu Akbar, ihr Kefirs, Gott ist größer, ihr Ungläubigen, prangt an der Kioskwand. Daneben Werbeaufkleber für die Gefangenenhilfe inhaftierter islamistischer Terroristen. Die Schmierereien sind Monate alt, erzählt man uns. Urheber waren vermutlich Sympathisanten eines Dienstlakener Salafisten. Philipp Bergner, 26 Jahre alt. Sein Facebook-Profil lässt erahnen, wie radikal sich der ehemalige Pizzabote verändert hat. Als Gotteskrieger lebt er seit dem Sommer 2013 in Syrien und ruft von dort Muslime auf, ihm in den Heiligen Krieg zu folgen. Wir wollen Gerechtigkeit. Und deswegen bekämpfen wir die Anführer des Unglaubens und die Leute, die ihm folgen, auf dass Gerechtigkeit auf die Erde kommt und Allahs Gesetze kommen. In der ehemaligen Zechenstadt fallen solche Appelle offenbar auf fruchtbaren Boden. Inzwischen sollen 7 junge Männer aus Dienstlaken-Lohberg in Syrien kämpfen. Bei unseren Recherchen im Netz stoßen wir auf das Foto einer Brigade Lohberg, mit dabei Philipp Bergner. Auf einem weiteren Foto entdecken wir außer Philipp Bergner rechts im Bild einen zweiten bekannten Lohberger Salafisten, Mustafa K. Mehrere junge Muslime werden zu Gotteskriegern. Viele in Lohberg bekommen das mit. Ich bin seit zig Jahren in Lohberg. Ich weiß die Probleme. Ich war öfters auch mit der Stadt in Gruppe, die dafür zuständig sind. Das war schon bekannt. Da kann mir keiner erzählen, dass das nicht so ist. Doch warum hat die jungen Männer dann niemand abgehalten? Der Stadt ist das ganze Thema unangenehm. Sie fürchtet offenbar vor allem den Image-Schaden und wiegelt ab. Der Schrecken fährt einen in die Glieder, wenn eine Stadt so dargestellt wird, vollkommen zu Unrecht, weil Nest von Dschihadisten hier am Niederrhein, das geht vollkommen in die falsche Richtung. Wegen einer Handvoll Syrienkämpfer will sich Dienstlaken nicht als Terrorhochburg abstempeln lassen. Doch dass neben gemäßigten Muslimen auch Radikale im Lohberger Alltag präsent sind, erleben wir wenig später. Eine Gruppe junger Männer interessiert sich für unsere Dreharbeiten. Einer von ihnen trägt provokant seine Sympathie mit dem islamistischen Terrornetzwerk Al-Qaida zur Schau. Sein Gesicht dürfen wir nicht filmen, doch unsere Fragen beantwortet der 21-Jährige mit demonstrativer Offenheit. Du nennst dich Abu Jundullah, Soldat Allahs. Das heißt, wenn du Jungs aus Dienstlaken siehst, die jetzt in Syrien kämpfen, willst du denen folgen? Ich folge nur dem Propheten. Das, was er gemacht hat, mache ich dasselbe, werde ich auch dasselbe tun. Kennst du die Dienstlakener, die jetzt in Syrien kämpfen, hast du die richtig persönlich mal getroffen? Das ist kein Kommentar. Können Sie sich selbst denken. Warum bist du noch nicht in Syrien? Wer weiß, vielleicht bin ich heute da oder morgen. Wann Allah es will. Jugendliche Wichtigtuerei oder eine ernstzunehmende Ankündigung? Wir recherchieren weiter. Der jüngste Eintrag auf der Facebook-Seite von Philipp Bergner. Wieder stoßen wir auf Mustafa K. Er posiert in Syrien mit abgeschlagenen Köpfen. 12 Personen gefällt das, darunter ein Burak L. aus Dienstlaken. Er ist unser Gesprächspartner vom Johannesplatz. Für den Verfassungsschutz ist Burak L. kein Unbekannter. 2-mal wurde seine Ausreise nach Syrien verhindert. Eine Straftat ist ihm bislang aber nicht nachzuweisen. Das Tragen eines T-Shirts alleine ist nicht strafbar im Salafismus. Dazu muss mehr kommen. Aber wenn beispielsweise in Dienstlaken Strafverfahren sich andeuten, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dann schreiten die Behörden ein. Und so ist beispielsweise in Dienstlaken fast bei jedem Einzelnen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, und zwar schon letztes Jahr. Noch ohne konkretes Ergebnis. 23 gewaltbereite Salafisten der Dienstlakener Gruppe haben Polizei und Verfassungsschutz im Blick. Die Salafisten stehen zum Teil in Verbindung mit der verbotenen Organisation Milatu Ibrahim. Auf diesem Foto Mustafa K. und der erst 19-jährige David G. aus Bayern. Auch er war letzten Sommer in Dienstlaken, kurz bevor er in den syrischen Bürgerkrieg reiste, wo er im Januar getötet wurde. Warum wurde seine Ausreise nicht verhindert? Die Behörden in seiner bayerischen Heimat haben frühzeitig Hinweise nach Düsseldorf gemeldet, so bayerische Ermittler. Aus Nordrhein-Westfalen
keine Reaktion. Nach den Bayern wundert sich jetzt auch die Opposition in NRW. Das sieht so aus, als ob wir den verbotenen islamistischen Netzwerken auch nicht genug auf den Füßen stehen. Denn wir hören es immer wieder, dass gerade die verbotenen islamistischen Netzwerke hier noch hochaktiv sind, auch mit denselben bekannten Leuten. Fakt ist, in Syrien kämpfen und sterben immer mehr junge Männer aus Nordrhein-Westfalen. Der Bürgerkrieg scheint eine unheimliche Faszination auszuüben. Die tödliche Gefahr schreckt nicht ab. Hast du nicht Sorge, dann, wenn du nach Syrien gehen solltest, dein Leben dort selbst auch zu verlieren? Für Allah bin ich mein Leben zu opfern. Das ist kein Problem. Du hast ja wahrscheinlich hier in Deutschland auch Familie, Eltern, Geschwister. Ja. Was sagen die dazu? Kein Kommentar. Gut möglich, dass Burak El der Nächste ist, der sich auf den Weg nach Syrien macht. Die Behörden in Nordrhein-Westfalen treibt dabei vor allem eine Sorge um. Was ist, wenn Kämpfer wie Philipp Bergner oder Mustafa K. den Krieg überleben und nach Hause zurückkehren? Sie sind radikalisiert und sie sind vor allem durch die Kriegserlebnisse verroht. Und diese Verrohung sinkt die Hemmschwelle, Gewalttaten auszuüben. Wir müssen auch immer damit rechnen, dass sie mit Aufträgen zurückkommen, konkreten Aufträgen. Und deswegen werden sie schon von der Grenze an sehr eng beobachtet. Spätestens dann sollte in Dienstlaken und anderswo der Image-Schaden die geringste Sorge sein. Denn einfach so einsperren dürfen die Behörden Rückkehrer aus Syrien nicht. Ja, auch in nordrhein-westfälischen Ermittlerkreisen selbst wird die Kritik am eigenen Vorgehen lauter. Zu den inzwischen 7 toten Syrien-Kämpfern aus NRW sagte uns ein Ermittler, die Jungs hätten noch leben können, wenn wir unsere Polizeiarbeit gemacht hätten. Sie wären im Gefängnis, würden aber noch leben. Zitat Ende.